Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zur nun schon 15. Episode der Friday Stunt Show. Und wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben auf die letzte Episode der Friday Stunt Show über 4000 Likes bekommen, Leute. Ich weiß, so startet bei mir mittlerweile jede Friday Stunt Show, aber es ist einfach so abartig krass, wie sehr ihr diese Serie feiert. Also wirklich in einer Woche wieder über 4000 Likes, ist richtig krass, Leute. Auf jeden Fall fettes Dankeschön dafür. Und es zeigt mir einfach, wie sehr ihr diese Serie feiert. Und deswegen macht es mir natürlich umso mehr Spaß für euch, jede Woche eine Episode rauszuhauen. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch schon mit Platz Nummer 5 für diese Woche und dann würde ich sagen, los geht's! Platz Nummer 5 wurde eingeschickt von Previous. Er nutzt für diesen Stunt diesen Hügel zum Absprung, macht das Ganze leider im Editor und nutzt dafür auch Booster. Dafür fliegt er umso länger, er macht einen richtig schönen langen Glide und landet das Teil hier auf diesem Wassertank, verbindet das Ganze am Ende noch mit einem kurzen Wallride, um ganz oben auf diesem Wassertank zu landen, und es ist wirklich ein schöner Platz Nummer 5 für diese Woche. Platz Nummer 4 wurde eingeschickt von Linux und wir haben hier mal einen Chat-Stunt am Start. Und bei Chat-Stunts muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung davon, jedoch habe ich mich erkundigt, und zwar ist das ein Zero-Gravity-Turn, heißt der Trick, den er gemacht hat, und das ist wohl echt ziemlich hart mit einem Chat zu machen und deswegen auf jeden Fall ein schöner Platz Nummer 4, auch wenn ich davon keine Ahnung habe, aber ich glaube, dass dieser Stunt echt ziemlich hart ist und deswegen auf jeden Fall ein schöner und verdienter Platz Nummer 4. Platz Nummer 3 ist ein wirklich schöner Stunt von Arminator. Er nutzt hier mit seinem Motorrad diese kleine Kante zum Absprung und macht hier erstmal einen richtig schönen langen Airglide und landet das Teil samt dem Motorrad auf diesem Kran. Er macht nicht mal einen Aircrab, sondern landet dieses Teil einfach mit dem Motorrad zusammen hier auf diesem Kran. Also ein wirklich schöner Platz Nummer 3 für diese Woche. Platz Nummer 2 wurde eingeschickt von Oprox und er hat hier natürlich mal wieder einen BMX-Stunt am Start. Wie soll das anders sein? Er macht hier zunächst einen Grind auf dem Geländer, macht wieder einen Grind, wechselt dann nochmal das Rail, macht einen Frontside-Grind, dreht sich dabei noch und landet das Teil am Ende in diesem Bagger drin. Also wirklich ein ziemlich cooles Ende. Ich persönlich feiere solche einfallsreichen Sachen wirklich immer ziemlich. Also wirklich ein ziemlich kreatives Ende und ein wirklich schöner Stunt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, Oprox ist für mich einer der besten BMX-Stunter, den die GTA-Szene so aufzuweisen hat. Muss man an der Stelle einfach mal sagen, und danke für diesen geilen Stunt, wirklich ein verdienter Platz Nummer 2. Ja, Freunde, es ist wieder soweit. Wir kommen zu Platz Nummer 1 für diese Woche. Dieser Stunt wurde eingeschickt von Yellowk und es ist echt ein motherfucking Beastclip, Leute. Gönnt euch einfach diesen Stunt, lehnt euch zurück, haltet euch an eurem Tisch fest, damit ihr mir nicht vom Stuhl fallt. Ich halte jetzt an der Stelle einfach mal die Fresse und mach die Musik an. Bis gleich. Oh mein Gott, Leute, was für ein Stunt. Sagt mir bitte nicht, ich habe zu viel versprochen. Es ist wirklich ein richtig geiler Stunt gewesen. Ich hoffe natürlich immer, dass euch diese Episode der Friday Stunt Show gefallen hat. Wenn du so ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps und für mehr Episoden von der Friday Stunt Show. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, wenn ihr wissen wollt, wie ihr mir auch einen Stunt schicken könnt. Und checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung für die Kandidaten. Die haben es auf jeden Fall alle richtig verdient. Waren wieder richtig geile Stunts mit dabei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex, und noch einen guten Start ins Wochenende. Ciao.